An der Stelle ein ganz, ganz, ganz fettes Danke an alle Zuschauer auf YouTube. Wir haben heute ein neues Allzeithoch in der monatlichen Wiedergabezeit gebrochen. Keine Ahnung, ja. Ich dachte, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Der Ultra-Hype, der war erstmal weg. Aber jetzt, ich weiß es nicht. Unglaublich. Ich denke mir, da wir jetzt, dass da der Channel auch overperformt, wie komischerweise aber seit 3 Monaten nicht mehr in den Trends waren, werde ich jetzt mit einer Methode in die Trends kommen, die 100%ig funktioniert. Ich werde euch sagen, yeah, 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 heute ein neues Video. Euer Asimax ist dabei. Smash den Like-Button, smash ihn übel rein, Leute. Bei 15.000 Likes brechen Chef Strobel und ich nachts 24 Stunden lang in einen McDonald's ein, baden dort in Chicken Wings und werden mit einem 10.000 Grad heißen Fidget Spinner unsere Jeezys durchschneiden. Anschließend werden wir von der Polizei hops genommen. Dann starten wir unsere Musikkarriere als Rapper und kauft mein Merch. Dann werden sich der Haider und Klengarn über unsere Dummheit lustig machen. Darüber regen wir uns dann extrem krass auf. Es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt 100 iPads gewinnen. Das werde ich aber nicht auflösen, das Gewinnspiel. Und wenn ihr beim Gewinnspiel dran teilnehmen wollt, dann jetzt einmal in die Kommentare Hashtag Vorbildsfunktion für 100.000 jugendliche Zuschauer. Was soll das sein? Hashtag Scheißbildung und Hashtag Ich bin lieber dumm und ignorant. Nice. Wenn das in die Trends kommt, Alter. Übrigens heute hier zu Gast Chef Strobel. Er war gerade in einem Armutsviertel in der Karibik unterwegs. Dort hat er in einem sehr armen Dorf 4000 Schulbücher verbrannt und Passanten mit seinen eigenen Fäkalien abgeworfen. Das findet ihr auf seinem Kanal. Auch das Video wird mit Sicherheit in die Trends kommen. Ja, Mann. Morgen kommt auch eine Challenge raus, die Ramp-Up-Challenge, die werden wir auf jeden Fall zocken mit den besten Decks. Ramp-Up-Challenge ist die Challenge, wo man ein Elixier bekommt, dann doppeltes Elixier und dann dreifaches Elixier. Da gibt es auch sehr, sehr starke Decks. Da könnt ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Die werde ich euch vorstellen. Des Weiteren werden wir in dieser Challenge noch eine Random-Deck-Challenge machen. Auch da wird Chef Strobel, Bigspin, Floppy und so weiter dabei sein. Heute konzentrieren wir uns aber auf eine Special-Challenge, die ihr euch gewünscht habt. Ich werde gegen Chef Strobel antreten mit mehr oder weniger Random Decks. Wir werden Decks spielen, die ihr aussucht. Einzige Bedingung bei diesen Decks ist es, ich muss diese Decks zu irgendeinem Zeitpunkt mal auf YouTube geladen haben. Das kann mein allererstes Video sein, wo ich noch übelst reingeschissen habe mit 3 Gebäuden und Spawnern. Das kann irgendein Splash-Yard-Deck sein, das kann Schweinereiter Freeze sein, das kann das Giant Poison Deck von damals. Es gibt so viele alte Metas. Das Game ist mittlerweile nicht mehr das neueste, muss man ganz klar sagen. Fast 2 Jahre alt. So viele verschiedene starke Decks gibt es. Oder auch das 3-Musketier-Rage-Spiegel-Deck oder sowas. Da werden wir gucken, was wir spielen. Und wer mehr Siege mit diesen alten Decks hinbekommt, der hat gewonnen und bekommt 5000 Gems für 2 Legendary Kings Chests. Der Plan. Jetzt nur die Frage, wer fängt an? Wir machen Schere, Stein, Papier. 3, 2, 1, go. Was ist denn Tage? Alter, what the fuck? Ich hab ganz schnell getippt. Aber was ist denn Tage? Nochmal. Nee, du musst sagen, was das ist. Ist ja, das Stein? Ja, das ist Stein sein. Junge, du schreibst Stein. Ich möchte mal ganz kurz, damit die Zuschauer wissen, was. Nein, alles cool. Alles ja. Muss man ja nicht lachen. Es ist ja auch schwierig. Es ist ja auch schwierig, ne? Die Rechtschreibung ist da schon schwierig. Ich zeig mal ganz kurz, wie Chef Strobel Stein geschrieben hat. Ich werde es jetzt hier einmal in den Chat rein spammen. So hat Chef Strobel Stein geschrieben. Gar kein Problem. Hier, wir machen Schere, Stein, Papier, Digga. Du machst Tage. Wie retarded kann man denn sein? Egal, ist gut. Ja, du sagst, es geht los. Ich hatte gerade mein Handy auf der Tastatur. Nee, ist gut. Tage. Schere, Stein, Papier, Tage. Man kennt's ja. Da habe ich gewonnen. Papier schlägt Tage. Das sind die Regeln. Hey, das erste Deck sehen wir hier aus meinem ersten Video. Ich gebe das mal ganz kurz an. Barbarenhütte, Koboldhütte. Okay, Sekunde. Barbarenhütte, Koboldhütte. Ich war damals der beste Spawner-Spieler
Ich hab Clash with Ash herausgefordert, besiegt. Barbane Kobothütte, hast du schon von dem Deck ja. gehört, wo 80% Winrate hat? Ja. Das funktionieren. Musketieren und Dark Prince. Das? Da habe ich YouTube angefangen. Warum mach ich sowas? Ich weiß es nicht. Du hast mich ja nicht aufgehalten. Gönn dir. Geiles Deck. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt hier im Vorteil, Leute. Ich werde jetzt Chef Strobel in dieser Challenge auseinandernehmen. Ich habe diese Decks im Blut. Ja? Ich war damals einer der besten Spawner-Spieler der Welt. Damals gab es aber auch gefühlt, das war vor dem Release, damals gab es gefühlt nur 200 Clash Royale-Spieler. Ich habe schon ewig über den Barbaren gespielt. Junge, dein Barbaren-Placement ist mal richtig geil. Guck, da ja. hapert's schon. Da hapert's schon. Du kannst vielleicht das eine oder andere Deck besser als ich. Aber nicht dieses. Boah, lol. What, er hat den Poison nicht getroffen. Okay. Eine andere Sache. Ich glaube, er spielt das Dark Prince Deck. Liegt mal nicht so saftig. Weil... Saftig. Saft. Ja. Junge, du spielst echt einen Spawner. Ich wollte gerade flamen, was du für ein scheiß Deck spielst, aber. Er lacht. Das habe ich jetzt zu verantworten. Jetzt sein. Ja, also so klar ist, er kommt. Alter, der Dark Prince. Komisch, ne? Komisch. Ich wundere mich, warum dieses geniale Deck nicht mehr gespielt wird. Vor 2 Jahren gab es noch kein Mega-Ritter, Alter. Schade. Okay, ich brauche den Dark Prince. Das ist meine einzige Karte gegen den, gegen diesen Fettsack, der da runter stormt. Mhm. Oh, Eisgolem gab es damals auch noch nicht. Fledermäuse auch nicht. Hm, ist ja, wohl nicht mehr so Meta, das Deck. Beide sind halt nice in dem Deck. So. Boah, jetzt kannst du einen geilen Poison spielen. Boah, 6 Barbaren, Alter. Ja, geiler Poison hat er gemacht. Schön. Also dein Gegner, der lässt dir hier keine Luft zum Atmen. Also, er lässt einfach mal 6 Barbaren überleben. Aber das kann ja mal passieren. Kobolde hinterher. Kann ich ein bisschen Damage rausbekommen hier? Danke. Ja, Damage ist aber wirklich noch nicht so da. Nee, der Mega-Ritter nervt halt krass, Alter. Komisch, ne? Er nervt, Mann. Jetzt macht er den Poison immerhin besser. Naja, nee, eigentlich nicht, oder? Hat die Hütte nicht getroffen. Ja, er hat halt die andere kaputt gemacht. Aber das Problem ist, jetzt hat er mich im Cycle und... Was soll ich jetzt machen, dieser Scheiß? Wie teuer ist das Deck, bitte? Ja, wow, Mann. Wow, Mann. Ja, den Mega-Ritter hat aber richtig verkackt. Ja, das stimmt. Das kann ich von hier aus bestätigen. Alter, genial, wo du die Kobolde da als Tank reinschickst. Ich muss jetzt hier irgendwie... Ja, nice. Das wird trotzdem Damage werden. Naja. Naja. Ich glaube, der hat schon wieder seinen Mega-Ritter? Nee, oder? Beide Predict? Wow. Ich dachte, seine scheiß Fledermäuse kommen. Oh, das war nicht verkehrt von ihm. Mega-Ritter-Sepp-Kombination. Alter, geile Kobold in den Mega-Ritter. Das ist heftig. Er macht das so viel Schaden durch sein Poison. Ich muss jetzt hier langsam mal gleich angreifen. Der Arme, Alter. Also, dein Gegner spielt so schlecht, aber das Deck, was du spielst, ist so scheiße. Komisch. Eigentlich. Mann, sein Kack-Mega-Ritter. Der soll ihn nochmal spielen. Oh, ja, jetzt. Alter. Da habe ich noch eine Chance. Das ist die Chance, von der ich. Das ist echt die Chance. Du hast so gut wie gewonnen. Oh, lol, der Bodyblock. What the fuck? Gib mal Gas. Lol, Alter, ich komme da einfach nicht durch. Dieser Mega-Ritter macht einfach mein ganzes Deck kaputt. Ich muss das alles reinspammen. Hat er den Mega-Ritter schon wieder? Ich habe mich einfach. Hat er den Mega-Ritter schon wieder? Alter, leck mich doch am Arsch, geil. Alter! Der Arthur-Negger. Wegen dir kriege ich jetzt einen Strike auf YouTube. Ja, okay, ja, what the fuck, Mann? Hä? Mega-Ritter, Fledermäuse und Poison und kackt da einfach mal rein, okay. Okay, ich mach auch ein Game mit dem Deck. Schlimmer kann's ja eigentlich nicht werden, oder? Nee. Ja gut, seine Poison Spells waren manche echt frech, aber der Mega-Ritter... Oh, Level 8, Alter, das ist doch meiner! Wunderbarer Gegner, Level 8. Aber nicht zu früh freuen. Was spielt er für diese Feuerball und Pfeile einfach nur, das macht mich schon kaputt. Oh, Level 8er, nice. Sau, Bär, Prince Level 2, Leute.
Oh ja. Oh ja. Oh! Holy shit, der hat sogar noch das Kartenlevel von damals. Dein Placement ist auch noch von damals gefühlt. Alter, geiler Typ. Wow. What? War das eine Skeleton Army? Ja. Alles unter Level, Leute. Geil, Alter. Mir macht die Challenge richtig Spaß. Ich bin da sicher. Was soll ich fair wäre, also so von Supercell, wenn die halt Level 8er nur so zusammenstecken würden in der Classic Challenge. Weil guck mal, du mähst den einfach weg, Alter, mit deinem Kartenlevel. Liegt jetzt aber nicht am Kartenlevel, Alter. Ja gut, er ist auch kacke, muss man sagen. Level 1 ja, Hexe, wow. So viel schlechter als du ist er jetzt auch nicht. Er hat gestern angefangen mit dem Spiel. Schön. Schön. Neues Deck oder das gleiche? Ja, neues, Alter. Wo lebst du denn? Ah, schön. So, welches Deck wollen wir uns als nächstes gönnen? Splash, ja, das ist zu low. Hovamu, ein Klassiker ohne Gleichen, Leute. Das ist genau das. Das machen wir. Hovamu-Deck wird gesucht. Wo haben wir das Ding? Hawk? Ja. War, Valkyrie, Mu, Masketier. Ja, hab ich. Wieso schnell? Was bist du denn? Zap ist auch drin? Nein. Warum ist da kein Pfeile Zap? Und Freeze. Oh mein Gott. Also ich bin mit dem Freeze gar nicht mehr so gut, muss ich sagen. Dann haben wir noch die Skelette, die Elixierpumpe. Was? Und die Kanone. Alter, was ist das denn für ein Müll? Gelogen. Ja, mir hängt alles. Mich würde es halt mal wirklich interessieren. Oh, Team Orange. Pepe. Alter. Was ist das für ein Name? Freeshing haut ein Subgeschenk raus. Sehr geil, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, wer gegen Lavaloon spielt, hat die Arschkarte gezogen. Was passiert? Was passiert denn? Ist das Max? Was passiert was denn? Passiert? Was passiert? Ja, was spiele ich? Ja, der Gegner spielt Lava und Hexe. Finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Und lässt deinen Hawk komplett durch. Oh mein Gott, Chef Strobel. Wow, was geht hier ab? Du hast nur einmal Pfeile. Ich muss sie jetzt werfen. Mhm. Ist voll in Ordnung. Also no joke. Alter, du spielst schon wieder gegen Trolls, Alter. Das. Erstmal eine Pumpe. Pumpe. Hoffentlich aber. Ey, hat. Ist dann meine? Nee. Also er spielt Klon auf jeden Fall. Oh, Skelettfass. Ja, aber das hat er zu früh gesetzt, oder? Nein! Wow, ich muss den connecten lassen. Was? Kann ich nicht. Ja, wow, wie sollte ich den safen? Safen. Hätte ich gesaved. Okay. Die Valkyrie, so eine Goblin-Gang ist immer gefährlich eigentlich, wenn dann mal nur so ein Ritter oder sowas hat. Aber eine Valkyrie ist da sicher. Geil, hat ihn rübergeschlagen. Aber bringt mir jetzt gerade nichts. Sascha spendet 25 Euro. Hi, kannst du den Spendensound wieder anmachen? Vielen, vielen Dank für die 25 Euro. Es ist teilweise nicht zielführend für die YouTube-Aufnahmen, aber wenn ihr euch das wünscht, können wir das wieder machen. Aber vielen, vielen Dank, sehr geil. 25 Euro, sehr viel Geld. Chef Schubel, du hast noch nicht den Freeze eingesetzt, ne? Aber du steckst jetzt hier die Pumpe. Ja, du steckst jetzt hier die Pumpe. Jetzt hatte ich nicht so die Möglichkeit dazu, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das Deck funktioniert. Nee, ich merke das schon, Junge. Ich war damals OP. Streamt Bigspin heute? Ja, Bigspin streamt heute nach mir und eventuell macht er ein Opening, aber vielleicht nicht. Das ist 50-50. Alter, der Gegner hat so verkackt mit dem Klon, er hat den Lava noch nicht tanken lassen. Und was ist das für ein Tornado? Hat er wenigstens jetzt noch... Was war das für ein Tornado? Ah, warum werf ich da Pfeile hin? Wieso wirfst du da Pfeile? War nur eine Valkyrie und drei Türme. Ja, das war... Na, ist egal, ich verstehe. Ist gar kein Problem, die Zuschauer warten eh nicht so viel von dir. Oh. Ah, ich will auch gar keinen direkten Damage, fällt mir gerade auf. Oh, okay, Leute, jetzt wird's ein bisschen ernst. Jetzt wird's knapp, ne? Ja, jetzt wird's scheiße knapp. Oh, die Valkyrie, die geht da gut durch mit der Kanone. Alter, das war gar nicht so scheiße. Ich muss kurz den einen Turm da holen, dann stecken wir nochmal eine Pumpe. Pfeile predict. Der hat einen Tornado. Ah, oh, er hat den. Oh, okay. Juckt aber nicht. Turm habe ich. Ah! Oh, Mann, der hätte einmal in seinem Leben einen geilen Tornado einsetzen können, ne? Einen geilen. Der war nicht geil. Sudden Death. Oh. Nein, den macht er gut. Das macht er gut. Geile Pfeile.
Den hat er stark gespielt. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Jetzt wird's eklig. Oh, ich würde die Niederlage so sehr gönnen. Oh, das kann ein geiler Klon werden. Nee, das noch nicht. Nee. Jo, jetzt. Das ist er. Und jetzt hast du Lava-Pups noch am Arsch, aber... Ah, die Türme sind an. Wenn er kein Tank mehr ist, dann bringen die geklonten Lava-Pups einen Scheiß. Ah, okay. Komm, Tornado, 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 Tornado. Nein, falsche Richtung, Alter. Ja, nice, haben wir. Oh, was ist denn das? Okay. Und den letzten Tornado hat er gut gespielt. Good game. Aber sonst war er jetzt auch nicht so die Übermacht, der Typ. Das stimmt. Fallen Angel hat auch noch ein Subgeschenk raus. Vielen Dank. Alle weiteren Spenden und Subs lese ich später vor. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich bringe das nächste Game mit dem gleichen Deck. Chef Droh bisher umgeschlagen, was mich extrem überrascht. Ich habe auch direkt 12-0 gemacht in dieser einen Challenge. Die war auch so easy, Alter. Ich habe da sogar 12-0 gemacht. Du wurdest gesniped, wollte ich nur ganz kurz sagen. Du wurdest gesniped, wollte ich ganz kurz mal sagen. Es ist so, Dreirad und Twerking Jonah, den kennst du, der war sogar heute immer Sub, soweit ich weiß. Wollte ich nur anwählen. Also das ist kein Spaß gerade. Das ist gerade serious gemeint. Also wenn du das gewinnst, Props. Muss ich Jonah verlieren? Schlecht. Hm. Aber wie schafft man es denn in der Classic Challenge zu snipen? Sorry, dass es ein Snipe ist. Natürlich, der war mal Sub, glaube ich, sogar bei mir, aber bei dir bin ich mir ziemlich sicher und der Kleiner ist Dreirad. Aber es war stark gespielt. Wow. Mhm. Seit wann hat Max. Alter, WTF, was dreht denn für. Oh, schade, der hat ein bisschen mehr HP gehabt, der ist so ein King Tower aktiviert. Oh, das gefällt mir jetzt aber gerade mal. Was macht der denn? Das war geil. Wenn jetzt noch die Prinzessin von den Musketieren stirbt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier schaut einer, der ist in einer Friendlist sogar. Das glaube ich nicht. Wow. Musketier ist ein bisschen besser. Hätte ich cooler platzieren können. Aber ja, ist okay. Guter Dreirad selten. Oh, jetzt wird's aber schwer. Der Turm ist halt echt ganz schön low irgendwo auch. Du brauchst die Pfeile fürs Golf, was hast du verloren? Wenn du cycles oder du holst den rechten? Ja. Ich weiß nicht, ob das gut war. Du hättest eher die Pfeile werfen müssen, Golf, hast du alles getroffen, also hast du sie nicht. Oh, jetzt wird's eklig. Boah, stark. Alter, der Max ist noch fix da. Alter, das sind meine Decks, das verlernt man nicht. Das ist wie Radfahren. Ratzfratz. Wird spannend. Ja, er spielt aber auch ganz komisch, der Dude hier. Der spielt es merkwürdig, ja. Komm schon, triff alles. Alter, das war die maximale Range, geil. Oh. Alter, Leute. Na, Ja. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht's nicht. Boah, Alter, was ist denn das hier für ein Gestruggle? Kann er mal down gehen? Kann er mal down gehen, bitte? Hast du kein Muskel davor auf der Hand? Digga, wieso werfe ich die Pfeile nicht? Eisgolem tankt, ich kotze.
Okay, ich hol das eh noch. Ich kann es nicht fassen. Was ist das für ein Scheiß, okay? Das war ein Snipe. Ja, aber es ist halt echt, also ohne Spaß. 5200 Trophäen. 5200. Ein Sieg mit dem Diablo-Account gegen Mold. Ich diktiere das Deck. Bist du ready? Ja. Royal Giant. Oh, ja. Royal Giant, Musketieren, Valkyrie. Ja. Skelette. Kanone. Ja. Alter, ist ja irgendwie ja. Sepp. Mhm. Feuerball. Ja. Und die Princess. Alter. What the fuck? Was, wie komme ich denn auf solche... Das habe ich sogar damals selbst gemacht, glaube ich. Hey, Leute, abonniert ihn einfach für die solche... Decks, what the fuck, Mann? Ah, ich gehe rein mit so einem Schiss, Alter. Was ist das denn? Ich war so gut mit dem Deck damals. Ich wollte aber damals, muss ich sagen, Leute, bin ich ganz ehrlich, ich habe mich immer übel gefreut, als ich den Royal Giant hatte. Ich wollte die Karte unbedingt, ich habe die immer im Royal TV gesehen. Und ich sagte, Leute, irgendwann habe ich die Karte. Und jetzt hasse ich sie. Das Ruge so. Deck. Kein Wunder, dass das Motor gegen Rage quittet. Ja, super. Hat eine Pumpe. Kein Feuerball. Scheiße. Oh nö. Alter, ein Mini-Packer? Geiles Matchmaking, Junge. Der zerberstet dich ja komplett. Und die Valkyrie. Fantastisch. Hatte keine Skelette. Fuck, ich hab viel zu viel Elixier investiert. Ach nö, das ging. So ein Mini-Packer kostet ja immerhin auch 4 Elixier. Ich glaube, der hat gerade 10 Elixier von dir zerstört. Das ist voll okay. Ich meine, der Gegner hat ja auch eine Pumpe. Das ist ja gar kein Problem für dich. Bin mir sicher, dass ich weiß, was der spielt. Hier schreit mal, das ist bei 4K Meter. Das Deck ist doch nicht mehr Meter. Das ist 2 Jahre alt. Ja. Du hast dir, ich wusste, dass ein... Fuck, Giant Mega Ritter Mini Packer Elektromagier. Okay, und Inferno Dragon. Also ich muss ganz offen gestehen, als ich das Deck damals entwickelt habe, da gab es diese Karten noch gar nicht. Ja? Das konnte ich jetzt nicht wissen, dass wir dann 2 Jahre später dieses Deck spielen. Und wow. Ich schwöre, ich habe das Deck vor 2 Jahren erstellt, nur damit du heute mit dem Deck auf die Fresse kriegst. Junge, die Valkyrie gegen den Inferno Dragon mit Mini Packer. Oh. Ich bin Chef Strobel und ich... Und er hat auch Pfeile dabei. Pfeile, Alter. Der hat die Pfeile. Ah, das ist echt geil. Das Mini-Packer. Hier schreiben Leute, das ist Meta, no joke. Jetzt mal no joke, no joke. Also nicht nur no joke, sondern wirklich no joke. Ist das Meta? Boah, der hat den schon wieder? Natürlich, der hat den 24-7, Mann. Um dich richtig abzufacken. Ja, kein Hit mehr. Royal Giant ist ja richtig broken. Wieso wird der Royal Giant eigentlich nicht competitive gespielt, sondern in den E-Sportlern? Komisch, ne? Nach der Szene fand ich den jetzt gerade voll stark. Ich bin mein Bestes und schwitze mir voll einen ab. Und der dreht hier übel durch mit seinen Moves, Alter. Der spielt auch einfach mal so dermaßen scheiße, aber dein Deck ist so schlecht. Du hast ja gar nichts gegen den Mini-Packer. Oh Gott, Alter. Und dieser Scheiß... Guck es dir an, Junge. Das ist doch nicht mehr feierlich, oder? Und dann immer diese Pfeile. Vor allem hat nur eine Princess drin, er will Pfeile. Der spielt echt alle bei 4K, fehlen nur noch die Elite-Barbaren, ja. Nein. Warum spielt er aus dem Sepp Pfeile? What the fuck, Leute? Wer spielt denn so ein Kack-Deck? Chef Strobel. Ach, der Ramann, Chef Strobel. Das war wieder. Ja, Leute, hier schreiben Leute, ich habe den voll bei mir einzusetzen. Er kommt mit einem Giant, Megaritter und Inferno-Drache. Wow, ein Feuerball. Das ist mir Lachs, ich gehe jetzt ins Game. So, jetzt zeigen wir mal, Chef Strobel, wie das Rogi-Mutec funktioniert. Ich meine, du hast damals, als ich das Deck gemacht habe, hast du noch gefühlt kein Clash Royale gespielt, Junge. Ja, Mann. Echt jetzt? Oh, fuck. Was ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Hier gegen einen Golem? So richtig. Golem Might. Fuck. Ich bin ja gespannt, was er jetzt noch gegen dich spielt. Was ist das? What? Was hast du der Verteidigung zu sagen zu deinem schlechten Placement, Max? Schlechtes Placement, wieso? Ja,
spiele auch immer so. Oh, weil du hast. Ich habe bis ich hab genau gleich viel Schaden gemacht und ich spiele halt echt ein Deck, das ist eine Lachnummer. Ja, ich. Hä? Eisgolem? Eisgolem Golem? Hier findest du wahrscheinlich Decks, die werden immer mal in der CCGS gespielt. Eisgolem Golem, das ist die neue Meta, Leute. Passt auf. Wenn er jetzt schlau wäre, würde er ein bisschen warten. Ah, der hat ein Holz? Was für ein Kack. Mhm. Und jetzt wartet er, bis sein Musketier connected und dann greift er an. Mhm. Sauber. Hat er stark gemacht. Oh mein Gott. Er hat es stark gemacht, ohne Spaß. Also Leute, genau so müsst ihr das machen. Das Musketier hat noch nicht den Turm gefokust. Was sind das denn hier für Plays, Alter? Oh fuck, der hat einfach komplett die Scheiße am Stecken. Guck mal. Ja, da, Alter, Golem-Nachthexe, das gab's damals nicht. Das gab es damals gar nicht. Oh Gott, das trifft auch noch, oder? Der hätte ich jetzt nicht getroffen, hätte ich ihn geflamed. Turm, Alter. Holz gab's damals auch noch nicht. Nee, da gab's, es ist so, das Deck ist überhaupt nicht auf die Scheiße hier gerade drauf ausgelegt. Alter, der wird mich komplett überrennen, der wird mich 3-crown. Das Deck ist wirklich das schlimmste Deck. Warum 3-crown der dich nicht? What the fuck? Ja, du holst doch den Turm jetzt eh, what? Lol. Also sein Deck ist ja mehr, also mehr Dünnsches geht nicht, Leute. Chef Strobel, ruhig. Ich habe so ein Gefühl, dass der Typ wieder richtig reinzackt, ja. Jetzt den Kobold, lol, der Eisgolem, okay. Oh. Feuerball. Schön. Oh, 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 was geht jetzt? Ruhig bleiben, okay. Chef Strobel, ruhig bleiben. Ganz ruhig. Er geht zum King Tower. Alter, ich bin so am Schwitzen, ne? Diese Decks sind so hässlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du gewinnst und das stört mich gerade ein bisschen. Ja, locker lassen. War kein Problem. Ach, wenn er fuck. Ganz schlau wäre, würde er jetzt einfach nur den Golem in die Mitte setzen, hätte er gewonnen. Oh mein Gott, die Kobold-Predict, hast du das gesehen? Ja, war gut. Aber ich hab meinen Royal Giant falsch gesetzt, das nervt mich sehr. Du hast, glaube ich, gewonnen, weil er ein bisschen reinzackt. Du hast, glaube ich, gewonnen. Das Musketier war schlecht. Ah, fuck, Mann. Der nervt mich. Ich will jetzt einfach gescheit spielen. Nee, so meinte ich es nicht, aber egal. Jetzt einfach alles hinterher. Oh mein Gott. Ja, ja. Nice. Das ist verloren. Schön. Oder? Nicht? Nee, explodiert nicht am Turm, oder? Oh doch. Oh mein Gott. Jetzt ist gleich noch ein Zap entfernt. Ja, jetzt. Oh mein Alter, was für eine Scheiße, Mann. Wieso explodiert denn der am Turm? Wieso kam da kein Schaden mehr? Ich hätte so safe gewonnen, wenn ich das verteidigt hätte. Oh, so eine Scheiße, Alter. Amen, Keaton. Alter. Das ist ein Python. Kacke. Wie geht's denn, bin ich raus? Nee, Mega-Minion. Mega-Minion gab's da schon? Ja, ist ein Jahr alt. Da hast du ja noch kein Thumbnail. Okay. Ich hab damals irgendeine Karte ausgetauscht in dem Deck und da habe ich auch meine allerersten 12 Siege gemacht. Und danach. Alter, kein Witz, das Deck wird heutzutage so gespielt. Das ist vollkommen solid, Alter. Zeit für einen Sieg, hau rein. Geh ins Game. Was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen zu dem Deck, aber ich gehe schon mal rein ins Game. Irgendwas wollte ich dazu sagen. Ich glaube, ganz am Anfang. Ah, damals der Poison, Leute. Ja. Wer weiß, was der Poison war doch so klebrig. Der hat doch dann die Einheiten langsamer gemacht. Langsamer? Deswegen wurde er genervt. Oder Attack Speed. Die wurden langsamer an dem Ding, deswegen wurde es auch genervt. Die Barbaren sind voll langsam gelaufen. Krank. Und deswegen, das wurde dann genervt, weil es einfach viel zu krass war. Ja, heftig. Hier schreibe ich mal, früher war alles besser. Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Alter, wie jeder Inferno-Drache. Ja, das Liga ist so Meta. Das ist du. Du warst 2 Wochen weg, Alter. Das ist jetzt die pure Meta. Das wirst du den ganzen Tag facen. Der Poison hat geslowt, aber ich glaube auch Attack Speed geslowt. Nicht nur das Movement. Da habe ich aber genug gegen ihn. Schön aufgehalten hier. Sehr nice. Nee, ich stream nicht länger als Trimax. Max hat schon. Der ist der Urvater der deutschen CR-Community. Ja, das stimmt gar nicht, Alter. Ich war voll spät dran. What? Geil.
Jetzt ist vorbei. Also, Leute. Chef Strobel, Alter. Es wird Rakete. Komm. Komm, lass nach. Es ist. Spielt er dann auch noch einen Schweinereiter? Ist das so einer? Ich weiß es nicht. Und an meiner? Alter, der hat ja richtig die Scheiße dabei. Der ist aber die Kacke am Dampf. Da musst du aufpassen. Das Giant Poison Deck, Junge. Damals gab es noch keinen Inferno Dragon. Und auch keinen Mega Ritter. Gab's ja schon die Koko. Und Fledermäuse gab's da auch nicht. Aber Zap Predicts gab's damals schon. Nicht schlecht. Ja, aber bringt nicht viel. Was hast du gerade gefragt, ob es damals schon die Kobolde gab? Kang, die Kobold Gang, die kam doch auch erst später. Ja klar, aber die kam voll spät. Ja, deswegen. Ja. Die nervt auch übertrieben bei dem Deck. Poison hat die OP, weil er auch den Turm geslowt hat. Ach stimmt, der Poison hat die Einheiten geslowt und das Attack Speed und Attack Speed, also die Angriffsgeschwindigkeit von Turm. Warum so eine Rakete, Alter? Ja, der Typ hat richtig Probleme, Alter. Ich weiß nicht, wie kann man an einem Montagabend um 20 Uhr in eine Classic Challenge gehen, und so ein Inferno Dragon Raketendeck spielen? Kannst du mir das irgendwie erklären? Mhm. Ja. Alter, Giant Poison at its finest. Junge! Ich fass es nicht. Oh, er hat richtig verkackt. Jetzt zerstöre ich ihn. Ja. Ich habe gehofft, so dass er so schlecht Single Target passiert. Damage. Er hat genau so schlecht gespielt, wie du es dir erhofft hast. Ja. Aber jetzt auch lieber selben können. Hab ich nicht. Oh, lol. Krank, dass er es überlebt hat. Der Komm Ton, schon. Wird fallen, denke ich, oder? Sepp? Nee, oder? Doch, der fällt. Nice. Der fällt! Mann, Darkest Deck ist irgendwie übel geil. Da fehlt aber irgendwas. Irgendwas noch fehlt, aber sonst macht das schon Bock, das Deck. Wer die Pumpe Gas nicht so und Minipacker sind eigentlich ausgetauscht. Kann man machen. Ja, irgendwas und die Pumpe hat man ja, auch nicht gespielt. Es gibt ganz viele Variationen von dem Deck. Ich hab so. Guards gespielt. Ich hab Guards statt Minipacker gespielt damals. So ärgerlich, dass du gewonnen hast. Wenn ich jetzt verkackt, bin ich schon raus. Aber dann nervt das. Wo hat er denn das Deck ausgegraben? Fragt Schwanz? Du heißt Schwanz? Wieso ist der Sub bei mir? Na, okay. Ja, das steht da. So. Schweinereiter. Bomber. Schöner Bandit in den Charge. Oh, der ist ja genial. Dieser Sepp. Mhm, oh, was macht er für einen Sepp? Ja, ich hab eine Niete. Ja. Ey. Aber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen. MNG Master heißt er. Oh! Level 6. Da kackt sich der Max schon wieder in die Hosen. Durchs Teamspeak. Oh. WTF? Die Chat-Show-Art ist. Lol, what? Oh, schade. Ist von Supercell. Kann man sich runterladen. Einfach Supercell Fonts eingeben. Die ist öffentlich für jeden. So, was hat er da? Mhm. Das für den Bomber selbst macht übel viel Sinn. Wir sind schon mal trotzdem Witz. Jugger, das ist cool. Weiß nicht. Lässig. Banditin lassen wir durchlaufen. Prinz kann ruhig nochmal den Turm voll anchargen. Er macht ja so viel Damage, ne? Das Ding ist, Giant Poison wird halt echt gerade, also nicht so, ja, eine andere Form, aber es wird gespielt. Ja, es gibt's ja, ich hab ja im Ladder, wo ich mit Golem gespielt habe, haben voll viel das mit Guards, Miner, Poison gespielt und alles. Ja, und spammt es die ganze Zeit rein. Das gibt's auf jeden Fall. So, ja, nächstes dann. Deck. Ja, flattern wir. Zeig wieder für was, das Deck von Luke damals, schreibt hier jemand. Oh mein Gott, ja. Welches? Ja, das Deck von Luke. Wer ist Luke? Oh, wer ist Luke? Wer ist Luke? Oh, Chef Strobel, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Luke Skywalker. Kann ich nur den Kopf schütteln. Wer ist Luke, wird hier gefragt. Zuschauer, schreibt mal den Chef Strobel ganz kurz, wer Luke ist. Dieses mit dem, jetzt, die schreiben es gerade, dieses Miner-Deck mit dem Double-Spirit-Deck jetzt. Mhm. Ich such's nur. Dein meistgeklicktes Video ist das doch, oder? Ist das Deck da vorhanden? Ich habe keine Ahnung. Das Video geht komplett, ich weiß nicht, 3,1 Millionen Klicks ist ein bisschen heavy, oder? Eigentlich so. Und Sepp. Also kein Heavy-Damage. Nee, na doch, Mini-Packer, ne?
Ja, aber als Zauber. Nee, stimmt, kein 3-0 kostet das, gell? Ja, 3-0. Das Deck von Luke. Damals. Hier rein. Hey, wieder damit 15.000 gewonnen. What the fuck, das Turnier man? Ging ja über Tage, ne? Da hat oh, nice. DK Esports. Dreck, so, dann hau ja. mal rein. Dann zeig mal, wie du das Double. Wie stehst du denn? 3-1 oder 4-1. Auf jeden Fall besser als du. Ja, das weiß ja, ich. Besser als du. Hier schreit jemand, Luke ist der 13-jährige Junge, der das Riesenturnier gewonnen hat. Naja, ich glaube, nach 2 Jahren ist er nicht mehr 13. Aber ja. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Der denkt sich auch nur, what the fuck macht der Typ? Oh. Fire Spirits, Alter. Klappt auch noch. Schmeckt. Da hat ein Preußen. Ne, hat meiner. Ne, hat er nicht. Preußen. Oh, lieber Dieter hat noch einen Charge rausgehauen. Finde ich gut. Finde ich auch gerecht. Kannst du den Minipacker noch totschauen? Oh, fantastisch. Oh. Nur weil du deine Kobolde falsch platziert hast, hast du gerade 800 Schaden kassiert. Schön oder schön? Geil. Alter, stabil läuft nochmal 1000 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Für alle Zuschauer, die fragen, was Bits sind. Bits ist ein Anfeuerungssystem in Twitch integriert. Ein Bit entspricht ca. 1 Cent für den Streamer. Vielen Der Dank. Spielt hier ein Spam-Deck, Alter. What the fuck? Du spielst ein Spam-Deck, Alter. Ja, aber er auch. Ja, das ist dann fies, ne? Warum spielen wir denn so serious? Stabilox nochmal 1000 Bits. Was ist denn jetzt los hier? Vielen Dank. Krass. Okay. Yeah! Oh, der kann sich einfach one-shotten. Alter, Minipacker kriegt fast gar keinen Schaden. Mhm. Boah, er spielt eine Hexe, Mann. Oh, das ist so eklig gegen mein Deck. What the fuck? Hexe gegen Minipacker, der Struggle von damals. Also dieses, das Duell gibt's auch einfach gar nicht mehr. Oh, gar nicht so scheiße. Chef Strobe. Das sind wir anders gewöhnt von dir. Was hast du im Urlaub gemacht? Ich hab ein bisschen Pause gemacht von dem Game. Mm-mm. Boah, der Musketier ist halt echt am Turm. So ein Schwachsinn, Alter. So ein Schwachsinn! Wie viel Schaden waren das? Wo die Pumpe steht. Alter, das Deck? Gib mir ein bisschen auf den Sack mit seinem Poison Spell. Ich fürchte fast, das Deck ist OP. Oh, Eisgeist ist da, aber. Ah! Oh, macht der Chef Drobel da. Was? Ah, jetzt wird's eklig. Oh. Okay. Wollen wir erstmal eine Pumpe. Kann doch nicht sein, Mann. So. Pumpe platziert. So late im Game. Er hat halt einen Brückenspam. Er kann dich halt sofort punishen für die Kacke, ne? Ach was. Hast du gerade gesappt? Ja, ich war. Daneben gesappt, ne? Ich hab eine dumme. Sag's mir noch Rotation. Du hast eine dumme Sag's mir noch Rotation? Oh! What? Überraschung, Chef Strobel. Ja, jetzt ist vorbei. Ich habe ein Skelett getroffen. Schön. Ja, jetzt ist vorbei. Wieso spielt ihr denn erst zu spät, bitte? Ach, Chef Strobel. Du musst noch eine Menge lernen. Oh, Warum spielt er diesen scheiß... Ich sag doch, er spielt... Aber ohne Witz, warum spielt er eine Hexe? Ja. Die ist doch gar nicht in dem Deck drin. Ohne Witz, warum spielt er eine Hexe? Die hat alles zerstört einfach. Die Hexe hat alles zerstört, da hast du wohl recht. Warum ist der denn hier? Warum ist der in dieser Challenge Strobel. Drin? Chef Strobel, alles gut. Alles gut, Chef Strobel. Reg dir nicht über die Hexe auf. Ich verstehe es nicht, Alter. Chef What the fuck? Warum ist er eine Hexe? Ich verstehe es. Ich liebe es. Es gibt nichts Geileres als deine Niederlagen. Danke, Chef Strobel. Ich verstehe es nicht. Ach, wir springen ins nächste Game. So. Pumpe auf der Starterhand. Das Double Spirit Deck von Luke. Wenn ich jetzt verliere, bin ich raus. Ne? Also ich will jetzt hier nicht pushen. Aber mit dem Deck bin ich zu sicher. Das kann ich noch von damals. Da kommen die Plays. Haltet euch fest, das wird fantastisch. Der Kombo war ein Fail, ich dachte, der hat schon alle Karten gezeigt. König war einfach ein Sub. Und kurz warten, oh, jetzt kommen die Fire Spirits. Das ist wichtig, dass man da wartet. Und jo, moin Alex. Der Alex, Lolfax. Du bist morgen auch dabei, oder? Ja. Nice. Gibt's hier noch Mega-Zap, weil ich... Naja, Stabilox, der haut nochmal 3000 Bits bei dir raus. What the fuck? Er hat hier gerade geschrieben, dass er back ist, aber ich wusste ja nicht, dass er back ist. Back ist. Er hat doch jetzt, wie viel? 5.000 oder 6.000 Bits hier gespendet? Was? Damn. Er schreibt dazu einfach nur ein Moin. Was willst du damit erreichen, Alter? Vielen Dank, aber... Moin. Einfach ja, Moin. Hier hast du 50 Euro. Moin.
Moin. Vielen, vielen Dank, da. Sehr geil, Stabilux. Da erinnert mich irgendwie an die Stabilos. Kennst du die noch? Alter, jetzt versau's nicht, Chef Strobel. Was, Alter? Ohne Spaß, Stabilos, mit dem man schreibt, und Stabilox. Der spielt einfach Packerhexe, ich kotze ja, ne? Und er ist einfach unterlevelt, das ist auch wieder ein Witz. Du bist unterlevelt und bist ein Witz. Na, das ist stark. Oh, der kriegt ja. So der spielt man gegen den Packer. Kein Hit. Kein Hit kriegt er raus. Der Müllton-Max wieder. Warum nicht der Müllton-Max? Ja, weil meiner einfach ganz am Ende übel serious noch einen Packer da reinhaut, sonst hätte ich das Ding gewonnen. Boah, guck die Musketieren an, weil er Level 3 war. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Der Turm fällt nur, weil der Prinz unterlevelt war. Und womit? Witz. Was? Gegner Rage, sehr schön. Guck, hier sagt aber einer, rat mal, woher ich den Namen habe. Ja, guck, Max flamet mich. Aber er hat ihn davon. Und, ja, nice. Okay. Okay, okay, einverstanden. Ich muss das jetzt nur noch sicher durchspielen. Und alles wird gut. Oh, der macht da sowas. Scheiße, was mache ich jetzt? Ist das gut, was ich hier mache? Du hast gewonnen. Das ist halt zu sicher. Also das Deck, das kann ich halt noch von damals. Da lasse ich auch nichts anbrennen. Double Miner, Double Musketier. Der Cycle ist da. 3-0. 3 Crown. Es geht weiter. Chef Strobel, du hast hier einen Meister herausgefordert. Es gibt niemanden, der diese alten Decks so gut beherrscht wie ich. Damals war ich noch Top 10 global. Ja? Dauerhaft. Du hast auch zwei Niederlagen, ne? Ja. Mhm. Hüttenspam hatten wir noch nicht, gell? Was der das Alex sehen wollte. Doch, Hüttenspam hatten wir als allererstes, Alex. Ja, stimmt. Okay, weiter. Kobolde. Ja. Pfeile. Ja. Freeze. Was hast du mit deinem Freeze immer? Junge, der war damals vollkommen OP im Public. Und zwei der, der hielt 4 Sekunden länger, der war doppelt so lang. Jeder hat Freeze gespielt damals. Und Pfeile. Und Princess, Kobolde. Pumpe. Princess noch, ja wow, sagt zweimal Freeze, Alter. Okay. 4,3, spring rein. Arrow, ich bin Sub. Okay. Das Deck ist übel kacke, würde ich mal sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, ich habe das Gefühl, wir verkacken beide mit dem Deck. Dann wird es nämlich richtig interessant, da. Oh. Stabilox haut 6000 Bits raus. Herr Strobel, mein Name kommt von den Stabilos. Hahaha. Bei mir hast du ja. Hast ja keine Donis mehr nötig, da du ja Lufthansa Business Class geflogen bist. Oh. Ich bin Ding. Vom Punchy sogar. Das hat alles meine Tante gezahlt. Meine Tante. AKA. So. Google. Oh mein Gott, der spielt Loch Bait. Ich kotze. Oh, ist das ein Genuss, Chef Strobel. Chef Strobel fliegt raus. Oh, ist das geil. Meadow. Ich habe meine Tante gezahlt. Der haut dich raus, Junge. Ja, Chef Strobel war in einer zweiwöchigen Karibik-Urlaub-Business-Class-Flieger. Er sagt immer, seine Tante hat bezahlt, damit meint er aber eigentlich YouTube. Und ihm, Chef Strobel geht's richtig gut. Den geht's richtig gut, den Jungen. Och nee. Alter, ich kann's nicht fassen, Stabilox, vielen Dank für die 11.000 Bits mittlerweile. Alter, Chef. Aber Minenwerfer geht wieder fit, Junge. Ja, der war Holz. Das war aber auch schwach gespielt. Also wenn du so rausfliegst, dann übernehme ich auch keine Verantwortung. Ich habe ja keine Karte, was soll ich denn machen? Ich muss ja was gegen den scheiß Minenwerfer setzen. Oh Gott, wie ich diese Alter, Chef Strobel, du spielst aber auch... Danke für den Reset, Punchy. Aber es ist echt krank, Alter. Also fliegst du einmal Business, willst du dir wieder Economy fliegen. Kannst dich halt hinlegen und so auf einem Langstreckenflug. Was ist denn das? Ist halt. Ja. Ja, das stimmt. Okay. Oh, willst du den Packer da hinten platzieren? Wenn er jetzt einen Minenwerfer setzt, bist du tot. Ja, ist halt so. Oh, da ist ein Minenwerfer. Wie langsam ist der? Was macht mein Chess Dark Prince? Egal, King Tower ist an. Oh mein Gott. Was denn? Oh. Das Spiel. Oh, schade. Aber wirklich super gespielt. Fuck! What the fuck habe ich gerade getan? Oh mein Gott, ich habe gerade den Inferno-Drachen so ignoriert. Man merkt, so lange bist du noch nicht
dabei bei Clash Royale. Das sind Decks, die hast du nie gesehen. Nutella Pro, 500 Bits, vielen Dank, sehr geil. Oh, ich find's so gut, wenn du so richtig verlierst. Oh was, nee, der lässt den ganzen Scheiß connecten. Ist der denn bescheuert? Der hat doch schon gewonnen gehabt. Oh, mir ist ganz schwindelig auf einmal. Ganz schwindelig ist mir auf einmal. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Wie gewinne ich das gegen so einen scheiß Raketenwichser? Stark, ey. Alter, stark. Danke übrigens für die Demonetarisierung auf YouTube. Ah, das wow. Geld schuldest du mir jetzt, ne? Einfach nur ein Wow von Tischstrobel. Oh, der Freeze, Junge. Oh, Chef Strobel. Boah, die Pfeile waren aber auch selten beschränkt, ne? Ich komme da nicht durch. Und ich habe auch nichts gegen Luft. Was hast du denn da für ein Kackdeck zusammengebastelt? Junge, damals gab's doch keinen Inferno Dragon und kein Holz. Lass mich einfach in Ruhe. Ah, okay, der connected. Ja, okay, der connected. Ich weiß nicht, wie man Packers platziert. Oh, er hat ein Holz? Wie geht das denn? Hat er noch gar nicht gespielt gehabt. Oh, einfach, ich werde jetzt einfach nur einen Raketenfinish sehen. Ja, aber wenn ich gegen Luft, ich kann den, der Inferno Dragon kontert komplett mein Deck. Mhm. Oh, Chef. Geht das an? Er wirft einfach Raketen rüber, wie so ein Heini. Wow. Pfeile, Rakete, Holz. Ganz gutes Kino. Oh, Schaschroll, du bist einfach ein Traum. Genau dafür bist du dabei. Genau das wollen wir hier sehen. Wie man so, ich will es gar nicht aussprechen, was nicht ist. Vorhandenen Skill mit Tilt ausgleichen. Genau das brauchen wir hier. So. Jetzt spring ich ins Game. Wenn ich jetzt gewinne, du ein Dreck. Hab ich gewonnen. Hochmut kommt vor dem Fall. Karma setzt jetzt ein. Ich hätte mir jetzt die Niederlage sowas von verdient. Aber ich werde meinen Skill bündeln in diesem Game und die Plays raushauen. Da kannst du auch eine Menge lernen. Bist du bereit? Ich bin bereit, dass der Gegner wieder wahrscheinlich sich gewinnen lässt, so wie es aussieht. Oh, eine kostenlose Elixierpumpe. Ist der Strohl? Ich hätte gern Pulsmesser bei dir. Das wäre geil. Ich verstehe das nicht. Du setzt eine Pumpe und er setzt gar nichts. Nee, das verstehst du nicht, ne? Wow, das ist schon wieder so ein Unterschied wie Tag und Nacht unsere Gegner. Das ist ein Unterschied wie fucking Tag und Nacht. Das ist auch unfair, ne? Ja, und die Kobolde in dein Princess. Ja, das ist. Och Gott, nein! Der Gegner ist ja sowas von Kacke. Chef Strobel, Chef Strobel, du musst ruhig bleiben. Das ist ganz wichtig in dem Spiel. Nee, immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben, Chef Strobel. Nee, kann ich bei sowas ehrlich gesagt nicht. Oh, ich hätte so gern ein Pulsmesser bei dir. Ich kauf dir ein, okay? Ich werde dir von meinem Spendeneinkommen jetzt hier dir ein Pulsmesser organisieren und den musst du immer anschließen, wenn du mit mir in der Challenge spielst, ja? Das kannst du nicht messen. Welchen Puls hast du gerade? 192. Er macht einfach nichts. Muss er ja auch nicht. Muss er ja auch noch nicht. Ganz entspannt. Gucken wir unsere zwei Gegner mal bitte nochmal an, dann ist das halt wieder die Scheiße. Ist unfair, ne? Ja, auf jeden Fall ist es unfair. Oh Mann, du hast eine fucking Princess, was ist mit ihm? Ich weiß nicht, Leute, jetzt mal ehrlich, also das soll auch keine Beleidigung sein, aber dafür musst du doch retarded sein, oder Max? Jetzt mal, das ist kein Spaß. Also, du siehst die Karte sogar, dass sie da hinten steht und da ist einfach eine Kobold-Gang rein. Dafür musst du doch ohne Spaß retarded sein. Alter. Auch die Minions, so. In Double Princess, wieso? Ist doch. Ich mach das in der Regel auch öfters mal so. Also ohne Spaß, ist doch alles kann cool. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Auch der Sepp macht null Sinn. Wieso? Ist dann doch alles cool, sein. Chef Strobel. Das ist gewonnen, will ich. Wow. Also das ist. Dafür musst du. Nee, da musst du digital sein. Wie viele Gedanken du dir hier machst. Das ist ja krank. Ohne Spaß. Er sieht fünfmal die Karte und das ist einfach. Karten rein, die davon gekontert werden, wo ist da der Sinn? Der Strom, hör doch mal auf zu lachen wegen meinem Gegner, das ist gemein, das ist auch ein Mensch. Ja, nee. Na und, dann ist er halt nicht so gut in Clash Royale. Aber das macht ihn doch nicht zu einem schlechteren Menschen. Ich glaube mir, wie der sich die Erlaubnis rausnimmt, Good Game zu schreiben. Good Game, Alter. Oh. Wow. Das ist echt nicht zu überbieten, was hier gerade abging wieder.
Das kann wieder nur der Max Lack sein. Max Lack. Das ist am Last Game. Oh, Chef so Strobel. Chef Strobel. Blaue bekommst. Ist schon ärgerlich, ne? Oh, das ist nicht ärgerlich, das ist traurig. Also, das ist gar nicht mehr ärgerlich, weil es so traurig ist. Also, ich ärgere mich gerade gar nicht, weil es so traurig ist einfach. OP nach Update. Mein neues bestes Deck. Vom 21.10.2016. Bist du. Warum? Lachst du jetzt schon? Ja, bin gespannt. Okay, also. Mega Minion. Ja. Fire Spirits. Alter, in jedem Deck waren damals Fire Spirits drin. Ja. Lightning. Alter, Lightning ist auch so genervt worden. Ja. Ofen. Royal Ghost. Ja. Ja. Skeleton Army. Ja. Musketieren. Mhm. Eisgeist. Ja. Ist da noch ein Tank oder so? Meiner. What? Was ist denn das wieder? Das war damals mein bestes Deck. Wie findest du das? Da sehen wir das Niveau. Da sehen wir das Niveau. Da gehe ich einfach ins Game, ohne was zu sagen. Nee, du startest. Ja, ich. Achso, du gehst ins Game rein. Ja, okay, jetzt habe ich. Du nuschelst immer so. Nee. Aber heute haben sie das angebliche Vermögen des Till Schweigers im Radio besprochen. What the fuck? Alter, das wäre doch mal ein Deck für Big Spin. Schade, dass du jetzt gerade nicht Big Spin bist. Aber du kriegst sogar verteidigt. Wieso hast du so viel gegen Luft? Was? Mega Minion, Eisgeist, Musketiere, Fire Spirits? Was ist das denn? Oh, der kommt, glaube ich, zu spät, oder? Ja, du bist auch bei 0 Siegen. One second too late. Das gute alte Double Spirit Ofendeck, klar, ja, das gibt's, aber es gibt auch das gute alte Ballon Spiegeldeck. Was schätzt du denn, wie viel Vermögen Till Schweiger hat, Max? Till Schweiger. Ich konnte es nicht glauben, als sie das im Radio gesagt haben. Was denkst du? Bestimmt schon so 40 Millionen. Alter, der 35 Millionen, warum hat der so viel? Der hat gut geschätzt, Alter. Ja, geil. Till Schweiger. Der macht doch einen coolen, lamen Ding mit. Till Schweiger, Alter. Der ist cool. Ja? Der hat immer einen Tee. So ein bisschen. Und das hilft halt. Aber woher kommen die denn? Der macht doch keinen großen Film mit. Alter, der hat Rollen gespielt. Das glaubst du gar nicht. Wow. Hat er nicht hier in so einem Mittelalter-Film gespielt? War er da nicht der Böse sogar und sowas? Also ich hab noch... Was für krass. Also deutsche Filme hat der gute gemacht, keine Frage, muss man sagen. Da dieses, wie hieß das? Schönes Manitou und so, aber dadurch hat er doch keine 35 Millionen. Doch, Alter. Überleg mal, wie lange der das macht. Kainohasen, Kokobe und so. Ja, das war doch schon, das sind Kassenschlager. Der gute Nuschler. Manta Manta, schreibt hier jemand. Damit hat er das gemacht. Das war klar, war stark geschätzt, ne? Also Till Schweiger, wenn du das hier siehst, ich könnte dich gerne mal in meinem Stream einladen, wenn du Bock hast. Auf eine Runde CR. Schauen wir seine irgendwie Neffen oder so an und sagen, oh Papa. Geil. Bei irgendeinem Stream auch letztens dieser, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, kennst du den Big Shaq? Kennst du bestimmt nicht, wie er ausgesprochen wird, dieser Typ, wo diese Memes gemacht hat. Ja, den kenne ich. Was ist mit dem? Der war letztens bei irgendeinem großen Streamer im Stream zu Gast. Da sind alle durchgedreht. Es hat voll viel Klicks auch auf YouTube. Alter, was der ist das so krank gefeiert. Er ist in der Luft eingefroren? Ne, was war das denn? Ja. An meinen vorgeschlagenen Videos. Kommen seine Neffen und sagen, oh Papa. Ja, ich weiß, ich hab's schon gemerkt, als ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, weil ich wusste, dass wir gleich alle dumm machen. Ja, gut, sehr gut. Was soll das denn für ein Neffen sein, der die Papa nennen, Alter? Wie bist du aufgewachsen? Ich gehe ins nächste Game, du verkackst es doch immer wieder. Der 10 Euro von Punchy sagt 3 Max, dass er ein Noob ist. Also soll ja von Punchy sagen, dass du ein Noob bist. Nee, ich hab's schon gemerkt, als das Ding, als ich es ausgesprochen habe, da war es zu spät. Da war es schon zu spät, ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt gewinne, ist das ein automatischer, übelster Disrespect gegen dich, ne? Ja.
Ja, bitte, fahr fort. Videos bei Clash Royale News, ja, ich weiß. Ich hab's ins News Royale geschafft. Ich kann aufhören mit CR. Oh, was ist denn los hier? Was ist das für ein Deck? Banditin so? Kann er bitte Serious spielen und gewinnen? Oh ja, meiner. Ich wein. Ach, halt's doch das Maul. Oh, da ist ein Ofen. Achtung. Zack, zack. Ist das schön. Der spielt so ein richtig Abfuck-Deck, der Gegner. Aber... Ist halt der Ehren of Lord. Oh. Ich weiß nicht, warum er sich so sicher ist, dass du keinen großen Spell hast. Was war das für ein Lightning? What the fuck? Wieso? Wieso willst du den Turm treffen? Ja, den Turm wollte ich auch mit treffen. Hm? Ich hätte alle drei kaputt gemacht, lieber. Aber wobei, du hast noch das Skarmy. Alter, Junge, ich bin. Ist halt traurig, dass der Typ denkt, ja? Du hast keinen großen Zauber. Ja, das ist halt traurig, ist so, ne? Scheiße. Oh Mann, du hast doch einen Miner. What the fuck? Oh oh. Schön. Oh, jetzt geht er hier in Tryhard-Modus. Wenn er jetzt noch ein bisschen richtig spielen würde, würde er jetzt einen geilen Move bringen, aber... Ne, er macht den nicht. Komm schon, Lightning ist so klein und braucht so lange. Oh, ja. Zack. Ich verstehe es nicht. Zack. Ich verstehe es einfach nicht. Fünf Fire Spirit, was macht der Gegner? Eins, oh, zwei, drei, vier, fünf. Und da kommt noch ein Eisbrot. Also, sechs, Turm down. Das haben wir eine richtige Flasche. Dann bei 20 Sekunden sie hinten splitten, obwohl du ein Lightning hast, macht auch viel Sinn. Die Frage ist halt, ob die noch ankommen. Ne? Das stelle ich mir halt so als Frage. Glaubst du, die kommen noch an? Das Deck passt zu Max. Noob Deck ist gleich Noob Max. Oh, ist das schön. Ist das schön! Chef Strobel! Das war total geil, das Deck gegen drei Musketiere. Holy shit! Ich sag dazu nichts. Geil! Zeit fürs nächste Deck. Ich sag dazu einfach nichts. Ich bin so sicher mit den Dingern. Zuschauer, falls ihr das hier euch reinzieht auf YouTube, probiert einfach mal aus. Macht die Classic Challenge, zockt genau die Decks, die wir hier machen. Mal gucken, wie viele Siege ihr schafft. Ich weiß, es gibt Spieler, die sind besser da draußen. Chef Strobel hat zu den Zeiten damals auch gar kein Clash Royale gespielt. Ich schon, das merkt man auch. Aber, oh, was haben wir hier? Ach so, ja, neues Deck, bist du ready, Alter? Yep. Richtiges Abfuck-Deck, also das ist Abfuck auf einem neuen Level. Giant Balloon. Ja. Fire Spirits. Ey, was, ja? Spear Goblins. Wer hat denn deine damals Freunde, so? Ja. Barbaren? Ja. Minions? Ja. Pfeile? Ja. Und? Eine Kanone. Ach, ich weiß nicht, was ihr da für einen Scheiß gemacht hast. Geh rein, das ist ja zum Weinen. Wie hässlich. Der arme Big Spin. Big Spin streamt heute übrigens noch nach uns. Direkt. Könnt ihr mal fragen, was er von diesem genialen Deck haltet. Es tut uns leid, Big Spin. Oh mein Gott, ich hab mich verdrückt. Jetzt ist vorbei. Ich wollte die fucking Bierkobolde spielen und dann passiert das. Und er spielt Lockbait. Lockbait, damit bist du aber gut gegen. Du hast Pfeile und Fire Spirits, ne? Oder nicht? Ja. Alter, die Spear-Goblins. Wieso hab ich damals den Deck gespielt? Das macht gar keinen Sinn. Spear-Goblins. Okay, er spielt doch kein Lockbait oder was ist hier los? Was macht er da? Er spielt Lockbait, aber ganz individuell. Und auch ganz falsch. Oh, Chef Strobel. Willst du was sagen? Irgendwas? Ja. Na? Nimm die Pfeile. Schön noch ein Spear-God mitgetroffen. Dein Turm hat schon ganz schön was abbekommen, ne?
1300 ja, also, HP ist jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt aber schon peinlich, du. Ich habe halt auch keinen Sepp oder so. Ich weiß nicht, was du mit dem Deck vorgestellt hast. What the fuck, Mann? Damals war ja alles anders. Ich glaube, das hast du immer noch nicht verstanden. Du musst ganz anders denken, wenn du diese Decks spielst. Mach ich jetzt auch. In diesen Decks sind noch Minions, Pfeile und Fire Spirits Predicts angesagt. Ja? Ja, genau, das ist schon mal besser. Das geht in die richtige Richtung. So macht man das. So, Barbar noch ein Hit, Ballon noch ein Hit. Oh, eingefroren. Ah, komm. Ja, nice. Ja, genau. Und jetzt geht noch die Princess down. Der Turm hat 71 HP. Genau so. Barbaren-Split und Ballon auf der anderen Seite. Er spielt Holz und Pfeile? Ja. Natürlich. So, Fire Spirits. Jetzt hast du den Bogen raus. Du musst ganz anders spielen. Genau, auch mal die Kanone scheiße spielen. Genau, richtig, stark, Chef Strobel. Warum scheiße spielen? So hat man das damals gespielt. Ja, weiß nicht, die hat da eine Sekunde gehalten. Genau, der Barbaren-Predict davor und den Inferno-Turm tanken. Und dann den Ballon. Richtig. Problem ist, ich habe hier einfach keinen fucking Zap. Brauchst du nicht. Das machst du jetzt halt echt gut, ne? Seitdem ich gesagt habe, du musst umdenken. Okay, ich lass jetzt die Tipps. Was für Tipps? What the fuck? Oh. Ah, nee. Nishiko, vielen Dank für den Sub. Willkommen im Team. Eieiei. Ich gehe ins nächste Game. Wenn ich jetzt gewinne, ist das halt wieder eine Demütigung für dich. Du bist halt gerade bei ein oder zwei Siegen, ne? Das ja, was für Demütigung? Was deine Gegner, Alter? What the fuck? Ich erstrobe. Nö, das flüstern, ich erstrobe. Ja, Spende rein. Ach, halt doch das Maul. Was ist das denn für eine Scheiße? Guck's dir an. Fuck, wie witzig, ich hab grad was gesagt, weil ich mich gemutet hab und gerade wo ich fertig war, sagst du, ach, halt doch dein Maul. Gutes Timing, Max. Er hat jetzt halt echt eine Pumpe zu Beginn, ich hab nicht Giant Balloon. Wenn ich Giant Balloon hätte, wäre sein Turm schon down gewesen, glaube ich. Ja, jetzt habe ich Elixier-Rückstand as fuck. Na? Er hat die nächste ja. Pumpe, ich habe keinen großen Zauber. Er hat, oh, er ist gerade 8 Elixier oder so im Vorsprung. So eine Kacke, ich hasse so welche All-in-Kack-Decks. Oh, jetzt will der Max aber gewinnen. Komm, wie viel Maske ist. Oh. Er hat noch Elektromagier. Aber setzt ihn nicht. Ja, doch jetzt. Aber hat er noch was gegen Luft? Eisgeist, hallo? Und zweiten End raus. What the fuck? Ah, der Surround war nicht schlecht, aber was machst du jetzt? Jetzt kannst du nur noch die Sperrkobolde spielen. Oh, lol. Starke Kanone. Boah, der Connected. Alter, der Connected, weil... Lol, neuer Fokus. Oh, Alter, Alter. Alter. Ja. Nein, nein. Lecker. Nein, nein. Nein. Giant Balloon, Alter, das ist so ein Kackdeck. Entweder hat man hundertprozentig gewonnen oder hundertprozentig verkackt. So eine scheiß Schere-Stein-Papier-Deck, wo man keinen Skill entfalten kann. Try kann auch nichts außer Fettfingern. Lol, ich fass es nicht. Chef Strobel. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ah, Skill. Wieso musst du da groß überlegen, wie man das nennt? Ich schaue gerade meinen fucking Chat. Und dann das? Ey, ich könnte mir schon wieder so in die Hose wursten. Umdenken. Alter. Umdenken im Kopf, Junge. Du musst halt einfach mal anders spielen. Ey, was ist mit dem? Der denkt sich, 6-2, Chef Strobel. Ey, ist das ein Witz. Dafür sollte jeder deabonnieren. Du sagst so, du fragst so, wie nennt man das denn? Oh Gott, Chef Strobel.
Ey, deine Gegner sind alle irgendwie auf einem geistigen Niveau mit dir. Die spielen und hören auf. Die spielen Karten in Karten, die keinen Sinn machen. Musketiere, lol. Ich hab die Sperrkobolde nicht gesehen. So, hau rein. Das ist solide. Hau rein. Bei wie viel Siegen bist du raus? Geflogen? Bei 4 oder 5? Ich glaube eher 4, du. Ja, okay. Wie stehst du jetzt gerade? Ich stehe 2 zu 0. Das ist schon wieder Lockbait, wenn es so anfängt. Oh, ey, das Deck, das wurde genervt und es kackt einfach weiter im Spiel rum. Es kackt, ne? Es ist, weiß ich nicht. Eine Bestrafung für jeden, der das Spiel spielen muss. Oh, Chef Strobel. Ah. Es ist Oh. einfach ein Deck. Na. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll. Dazu fällt mir eigentlich nichts ein. Ich find's gut, Mann. Bin sprachlos. Hast schon wieder nennenswerten Schaden kassiert. Und der Ritter. Zu spät. Mit dem Mini-Packer spielen. Dann wird sein Eisgeist kommen. Und eventuell seine Princess. Ich weiß nicht, wie ich. Dein Deck ist nicht geil gegen Lockbait, Mann. Warum glaubst du, war Lockbait mein Hassdeck? Ich hab den Tag und Nacht nur Giant Bowler gespielt. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Okay, das war jetzt nicht so gut für den Dude. Versuch's mal, es rauszubaiten. Vielleicht fällt er drauf rein. Wäre geil. Komm, werf die Rakete. Wirf die Rakete, heißt es. Ja, wirf, sorry. Ja, das ist schon Oh. wieder die nächste. Ist das gerecht? Oh, dann dieser Raketen-Inferno-Turm. Das Deck, was du hier spielst, dieses Giant Bowler Deck, das habe ich damals gespielt. Und das Schlimmste dagegen war Lockbait. Und du spielst gegen Lockbait. Schön. Also ich reg mich da immer mega auf, wenn ich gegen das Deck spiele, weil man überhaupt nichts machen kann. Aber dich scheint es nicht großartig zu stören, oder? Nö. Nö, kein Ding für dich. Nicht vertrauen habe Oh, mich. schon wieder einer. Den Phantom Cycle Deck. Ist ja echt mal was ist Neues. Lol, was war der für ein Bowler Move? Oh, schon wieder Ey, einer. dieser Bastard, Mann. Oh, Chef Strobel. Komm. Das Es regt mich ist so jetzt auf, aber diese fies. Tänzer existieren. Oh, Chef Strobel, das kannst du doch nicht sagen. So nervig, Alter. Der Schwul ist auch nur ein Mensch. Ist doch egal, was er spielt. Weiß ich, wie ich diese Scheiße da drum So bekommen soll. geil. Der wird dir gleich nur noch Koboldfässer und Raketen rüberwerfen. Was? Lockbait. Gegen Giant Bowler. Ich habe es so vermisst. So, Chef, probier jetzt nochmal alles. Oh, ärgerlich, dass der Inferno-Turm noch steht, ne? Was kommt jetzt? Oh, Chef Strobel. Das sieht gar nicht gut aus. Gewinne ich, weil er zu greedy wird. Ja. Damit habe ich gewonnen. Ist doch ein Rocket Range. Und jetzt? Dankeschön. Alter Chef Strobel. Ich wusste, dass ich gewinne, weil er zu greedy Chef wird. Strobel. Ich fass es nicht. Die Rakete war. Du bist so kacke, ne? Du bist so kacke.
Ich wusste, sagst du mir noch, dass ich gewinne. Was soll das? Ich kann's nicht fassen, Mann. Oh, ich hätte 3 Tage durchgepartied, wenn du verloren hättest, ne? Oh Mann, das ist ja richtig ärgerlich. Guck mal, es kann ja nicht sein, dass du Level 8er bekommst. What the fuck, Max? Jetzt, nein, nein! Ist der Strobel. Ich kann ihn, das kann mir keiner erklären. Das ist, dafür gibt's keine Erklärung, Max. Auf keinem Planeten, Level 8. Ich weiß nicht, was du immer mit deiner Erklärung willst. Es gibt nur eine Erklärung und die nennt sich Skill. Und jetzt weiß ich nicht, was da großartig dein Problem ist bei der Sache. Ne? Da kann ich ja nun mal auch nichts für. Was ist eigentlich dieses Meme, ob ihr es glaubt oder nicht? Was hat der Flobby gemacht? Max. Ja, Flobby hat gesagt, ob ihr es glaubt oder nicht, ich gewinne das noch und dann hat er es verloren. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Geil. Ja, musst du dir angucken. Lohnt sich. Lohnt sich. Ah, siehst du, ich sage, ich gewinne und gewinne. Ja, das war. Ergo, Flobby schlechter als ich. Ergo. Hey, das ist doch ein Witz, dass du gegen Level 8er spielen musst. Nein, gar kein Problem. Du kannst morgen deine Ehre wiederherstellen. In der Beschleunigung. Oh nee, in der Beschleunigungs-Challenge. Ja? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Oh, muss ich gar nicht seppen. Da muss ich gar nicht großartig seppen. Oh, die Musketieren, fantastisch, da geht er jetzt den Mega-Ritter falsch. Ein Traum. Zack. Ah. Zack. Zack, Alter, was sind das für Hits? Unglaublich. Was du spielen musst, das ist eine absolute Frechheit. Dafür gibt's kein Wort. Dafür gibt's kein Wort. Da lacht er auch noch so dreckig. Wer? Ja, du. Wieso, wir haben doch beide gut gespielt und haben dann beide gewonnen. Das mit dem Deck ist doch kein Problem, oder was? Hm? So. Ja, ich weiß nicht. Ich will dazu eigentlich gar nichts mehr sagen, weil du machst da irgendwas. Dein einer Gegner gewinnt eigentlich gegen dich, dann lieft er auf einmal oder hört auf zu spielen, kriegst dreimal Level 8. Was hast du gesagt? Ich mach doch irgendwas. Ich hab gesagt, ich kann da gar nichts mehr machen. Ach so. So, das ist ja. Deine letzten drei Gegner, die müssten sich eigentlich an Supercell schicken. Und dann fragen, ob da irgendwie was bezahlt worden ist oder so. Three Crown, oh, das ging jetzt aber schnell. Ah, ich weiß nicht. Komm, mach noch eins. 7-2, Chef Strobel. Du willst das nächste Deck sehen, ne? Giant, 3 Musketiere, Rage. Was? Giant? Ah, das Deck hast du auch mal vorgestellt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Barbaren-Skelette. Ja. Spiegel. Was denkst du dir dabei? Du hast das echt vorgestellt und den Leuten empfohlen. Das guck dir das Video an, das war so stark damals. Elixierpumpe. Also ohne Witz, das war wirklich sehr, 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 sehr stark. Ja, und? Und Sepp. Geh rein. Was damals funktioniert hat, ist doch die Wurst. Du bist einfach nicht lang genug dabei. Für dich ist das hier Oder? Neuland. Das war mein Job damals. Dieses Deck. Strohelch hat ein 25-Euro-Stab rausgeknüppelt. Vielen, vielen Dank dafür, sehr geil. Ich könnte schon wieder weinen. Er spielt Poison Miner. Ja, das ist doch schon wieder alles gerickt, Alter. What? Da hat er bestimmt wieder einen Mega-Ritter. Und dann ist doch die. Also, ich finde langsam, deine Ausreden wiederholen sich. Du wiederholst dich mit deinen Ausreden. Langsam, aber sicher drehe ich hier durch. Du warst doch, Royal Ghost, interessant. Du warst doch jetzt 2 Wochen in Kur auf der Karibik. Du warst doch in Behandlung, dass deine ständigen Ausreden einfach weniger werden. Hat jetzt nicht so viel gebracht.
Oh, Double Dragon, geil. Hast du Bock? Double Dragon mit Royal Ghost? Ich meine, der macht ja auch Flächenschaden gegen drei Musketiere. Findet ihr, Chef Strobel hat nach seinem Urlaub, dass er entspannt darüber kommt und weniger Ausreden dabei hat oder eher nicht? Dein Deck gefällt mir gar nicht, Max. Kann ich kein Babydach nicht verteidigen. Müsste auch nicht. Bei Tilt Schweiger hilft gar nichts. Noch aggressiver, eher nicht. Nochmal zwei Wochen Urlaub. Ja, okay. Warum setzt du nicht wieder einen neuen Fokus auf die Skelette? Oh, so, jetzt ist der Poison raus. Jetzt musst du reagieren. Das ist jetzt eine Doppel-Elixier-Phase. Poison ist raus. So. Falsch schon mal. Schon mal falsch. Nee. Ah, ich merke schon. Ich merke schon, das Deck ist nicht deins. Nee. Ah, das führt hier zu nichts. Alter, der Royal Ghost tankt nicht. Hallo? Ja, was denn? Laufen die hier rum? Jetzt musst du den Turm holen. Mhm. Nee. 10 Sekunden hast du noch. Die Zeit wird weiß nicht. Knapp. 8 Sekunden. 6, 5, 4, 3. Oh, ich weiß nicht, wie man so ein stabiler Spieler sein kann wie ich. Hochmut kommt vor dem Fall, da bist du übermütig. Der punisht dich hier gleich und dann siehst du ganz alt aus. Alter, Giant Rage, da kommt ein Tesla. Tesla, 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 Tesla. Scheiß auf den Tesla, der Royal Ghost machst. Chef Strobel ist verloren. Oh, ich hatte... Fuck. Er hat meiner Poison, Alter. Das schreibt Thanks. Ich hab einfach nichts gegen den scheiß Inferno-Drachen. Der gute alte Brutus. Chef Strobel, schon wieder verloren. Wie stehst du mittlerweile? Nervt es dich nicht langsam? Stehst du jetzt hier 6-4 oder was? Du bist doch schon... ich hab dich doch extra nochmal von vorne starten lassen. Und schon wieder verlierst du. Ja, ey, was denn das für ein Scheißdeck? Ich hab einfach nur die Musketiere gegen Luft und der Babydrache und Inferno-Drache. Was ist denn das für ein Müll? Der Royal Ghost, wie soll ich den aufhalten? Gib dir eine auch Chance, nicht. Gib dir noch eine Chance und noch eine und dann immer wieder. So. Ich bin im nächsten Game. Brutus. What the fuck, Alter? Was für ein Drecksdeck. Und Chef Strobel. Jetzt lass mal das Deck in Ruhe. Was ist das denn? Wie geil, du hast eine Elixierpumpe. Was hätte ich machen sollen? Hä? Ich habe nicht mal Elixier für eine Elixierpumpe. Hä? Oh, er wird ganz sauer, er wird ganz sauer. Schreibt mal gerne in den Chat, was der Chef alles verkackt hat. Ja. Oh. Drei Musketiere, Kacke. Pumpe, das ist doch Poison, das gefällt mir gar nicht. Gegner schreibt, wow. Das ist gut. Ich hoffe, das Deck mit den mit dem Mega-Rittel. Nein. Oh nein. Er ist trotzdem Kacke, guck, was da passiert. Ja, und jetzt? Wow. Du hast echt Kacke gespielt. Ich finde das gut. Eigentlich ist das nur gerecht, dass du gerade Kacke gespielst. Das kannst du nicht aufhalten. Im Leben kannst du es nicht aufhalten. Ja, starker Sepp. Anstatt lieber Bahn zu klonen oder... Zu klonen, Alter? Zu spiegeln. Seppst du zweimal da drauf. Für 5 Elixier. Blaukraut-Bimbo. Alter, was sind das hier für geile Namen? Blaukraut-Bimbo. Vielen Dank für den Sub. Alter. So, okay. Er spielt halt das absolute Meta-Deck momentan. Das ist ein bisschen ärgerlich. Glaube ich, ich habe es nur mit Lumberjack gespielt, damit habe ich 12-0 gemacht in dieser einen Challenge. Mhm. Hast du auch geschafft? Ja, ich habe auch die 12 Siege mit dem Deck gemacht, das ist richtig heftig. Aber damit hat Surge 12 Siege gemacht, Floppy alles Mögliche gewonnen, Ladder und überall. Das war auch der Grund, wieso dieses ich auch nur gepostet haben auf Ding Clash Royale News, weil das halt ohne Royal Ghost war.
Die behaarte Uschi, moin. Ja. Oh nein. Ich schwöre, jetzt hat Max gewonnen. Das ist so dumm, was der Gegner gemacht hat. Das ist. Und Max, sein Placement ist noch viel dümmer. Das feiere ich halt noch mehr. Dass sein Placement halt so scheiße ist. What the fuck hast du gerade gemacht, Max? Also, so viel wie du mich gerade geflammt hast, das Placement, das nimmt dir keiner mehr. Da hat die Lufthoheit. Ich komme da nicht ran. Ha! Das Placement hat dir gerade das. Du hättest das ohne Spaß auch drehen können. Du hast einen Spiegel, du hast Free Muskies, jetzt ist einfach hinter den. Dein, oh mein Gott, hast du gerade reingeschissen. Da sehe ich alt aus gegen den Basulto. Starkes Deck spielt er. Du hast einfach übel reingeschissen, er hat den Poison zu früh gespielt. Nichtsdestotrotz, deutlich gegen Chef Strobel gewonnen. Ich habe 7 Siege, er hat 4? Und dann ziehen wir mal wieder 3 ab, weil einer AFK geht und 2 Level 8, dann sind wir auch wieder bei 4 bei dir. Ach du meine Güte, ja super. Ey. Super ich kann gemacht. Mir vorstellen, er schneidet das raus, wenn er es hochlädt, wo er einfach die geschenkten Siege bekommt. Geht Fakt ist, ich habe deutlich Max. Gewonnen. Du kannst morgen aber deine Ehre wiederherstellen, der Ramp-Up-Challenge. Da machen wir einmal Try-Hard-Decks und einmal Random-Deck-Challenge in der Ramp-Up-Challenge. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesen Decks haltet. Welches fandet ihr am interessantesten? Habt ihr auch versucht, die Classic-Challenge mit genau diesen Decks zu spielen? Wenn ja, wie viele Siege habt ihr geschafft? Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Stream oder im nächsten YouTube-Video. Haut rein!